Bildungspolitik, Vertreter aus der Theorie, Vertreter aus der Praxis, Vertreter aus der Lehre und der Gestaltung von Bildungswegen. Die Frau Uta Kupfer kommt von der Gewerkschaft Verdi, ist Mitglied im Hauptausschuss des BIP und ist beteiligt an der Erarbeitung des deutschen Qualifikationsrahmens. Von der Historie her Jugendsekretärin, dann durch die Gewerkschaft durchmarschiert bis zur Zuständigkeit als Leiterin im Bereich Berufsbildungspolitik. Dann haben wir neben ihr auf der linken Seite Herrn Professor Dr. Ingenieur Manfred J. Hampe. Er ist Professor für thermische Verfahrenstechnik in Darmstadt und er ist Dekan des Fachbereichs, Bologna-Experte und auch 2013 Ars Legendi-Preisträger gewesen. Dann als dritten von links haben wir den Herrn Baumer. Der Herr Baumer ist Berufsschullehrer in Baden-Württemberg, ist im Personalrat aktiv, sowohl auf der Ebene des Kultusministeriums als auch auf der Ebene des Regierungspräsidiums. Er ist Fachlehrerexperte im Berufslehrerbundesverband und hat also den Einblick in die Berufsausbildung. Nochmal von der Gewerkschaftsseite, Herrn Volkswirt Stefan Küpper. Arbeitgeberseite. Arbeitgeberseite, Entschuldigung. er ist Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt der Arbeitgeber Baden-Württemberg und des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Wie gesagt, studierter Volkswirt und für die Arbeitnehmer in der Bildungspolitik unterwegs. Und last but not least, Herrn Professor Dr. Gerhard Hörber. Er ist Vorsitzender des Fachbereichstages Maschinenbau, ist hier in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Professor und im Bildungsbereich aus seinen vielen Projekten, die in seinem Fachbereich laufen, sticht auch hervor, dass er sich für E-Learning im Bereich Maschinenbau engagiert. Und last but not least haben Sie in der Mitte den Moderator dieses Podiums, Klaus Brühl, studierter Maschinenbauer, heute Fachlehrer an der Berufsbildenden Schule, an der Technikerschule Hannover, Leiter der Weiterbildung. Und damit, lieber Herr Brühl, gebe ich Ihnen das Wort. Gut. Bin ich zu verstehen? Ah, Mikro an. Gut, prima. Ja, der Herr Sattelberger hat mir eigentlich schon eine Steilvorlage geliefert. Und zwar, ich habe ein paar Fragen formuliert und möchte eigentlich gerne mit Herrn Küpper und Frau Kupfer anfangen. Bisschen provokativ. Erstausbildung, Basis für Fortbildung, Hochschulstudium. Dazu gehört natürlich jetzt auch die Wirtschaft, Fachkräfte etc. Also, benötigt die Wirtschaft tatsächlich so viele Akademiker? A. Und fehlen nicht jetzt schon zu viele Fachkräfte in der Industrie? Da vielleicht gleich vom Arbeitgeberverband Herrn Küpper dazu. Also von einem flächendeckenden Fachkräftemangel kann man mit Sicherheit heute noch nicht sprechen. Wir haben in einzelnen Regionen, in einzelnen Branchen, in einzelnen Berufssegmenten in der Tat das Phänomen, dass Fachkräfte knapp werden. Das sieht tatsächlich von Branche zu Branche auch schon sehr unterschiedlich aus. Wenn Sie beispielsweise in die Metall- und Elektroindustrie reinschauen, dann werden Sie an dem Ingenieurmangelthema nicht vorbeikommen. Wenn Sie beispielsweise in das Handwerk reinschauen, da stellen sich andere Fragestellungen. Da hat man mittlerweile erkleckliche Mühe, seine Ausbildungsplätze zu besetzen. Das Problem hat die Metall- und Elektroindustrie wiederum nicht. Deswegen ist auch die Frage, haben wir jetzt schon zu viele Studierende, in dieser Pauschalität gar nicht zu beantworten. Wir stellen für viele Branchen einen ungebrochenen Bedarf auch an Hochschulabsolventen fest. Und ich glaube, wir sollten nicht anfangen, diese beiden Ausbildungsmöglichkeiten, Wege gegeneinander auszuspielen, zumal wir ja deutschlandweit, das sieht für Baden-Württemberg nicht entscheidend anders aus, nach wie vor das Phänomen haben, dass wir 15% eines Jahrgangs ohne jede Berufsausbildung haben. Das heißt, da ist noch einiges an Potenzial, speziell auch für die duale Ausbildung zu heben, wenn wir
das Problem gelöst haben, dann können wir miteinander nochmal diskutieren, ob wir möglicherweise die Schwerpunkte dann nochmal anders setzen müssen zwischen akademischer und dualer Ausbildung. Aber solange wir 15% eines Jahrgangs eben tatsächlich ohne jede Berufsausbildung haben, wäre das Problem Nummer eins und wir sollten nicht die Ausbildungswege gegeneinander in Stellung bringen, zumal ich ungern die Munition für die Finanzminister Deutschlands und speziell dem Finanzminister in Baden-Württemberg liefern würde, mit einer Argumentation à la, wir haben jetzt eh schon zu viele Studierende, also brauchst du den Hochschulen auch nicht mehr Geld zu geben. Wir verhandeln gerade in Baden-Württemberg den Solidarpakt 3, das heißt, die weitere Finanzierungsplanung der Hochschulen ist jetzt in der Diskussion. Und wir wissen alle, die Hochschulen sind bundesweit unterfinanziert, dramatisch unterfinanziert, speziell was die Grundfinanzierung angeht. Das hat auch damit zu tun, dass es einen großen Aufwuchs gab bei den Studierendenzahlen. Und da muss jetzt auch finanziell dann nachgebessert werden. Frau Kupfer, vielleicht dazu? Das ist wieder das Phänomen in der Berufsbildung, dass man sich da mit den Arbeitgebern eigentlich gar nicht so, dass man da gar nicht so weit auseinander ist, wie man das so in Tarifverhandlungen erwarten würde. Ich kann Ihnen da völlig zustimmen, dass es nur in einzelnen Branchen tatsächlich einen Fachkräftemangel gibt. Es gibt einen Fachkräftemangel in Branchen, die nicht attraktiv sind. Das ist Altenpflege, Gesundheitspflege, Hotel- und Gaststättengewerbe. Da gibt es Fachkräftemangel, der wird auch sehr bedauert. Aber das ist das Phänomen, dass mit dem Rückgang der Schulabgänger natürlich sich die Schulabgänger die Plätze dann aussuchen, die Ausbildungsplätze, die sie gern haben möchten. Das heißt, es werden nicht mehr alle Ausbildungsplätze besetzt, weil sie nicht attraktiv sind, weil die Ausbildungszeiten, die Ausbildung nicht attraktiv ist, weil die Bezahlung im Nachhinein nicht attraktiv ist. Also haben einzelne Unternehmen damit zu kämpfen, dass sie keine Fachkräfte mehr bekommen, obwohl wir noch 1,5 Millionen Jugendliche oder junge Menschen ohne Berufsabschluss haben. Und das ist nochmal ein anderes Problem, was wir hier lösen müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Phänomen, dass die Anzahl der ausbildenden Betriebe leider zurückgeht. Wir haben noch 21% der Betriebe, die überhaupt ausbilden. Und ich denke, dass hier auch nochmal Hilfe, Unterstützung, Motivation notwendig ist, damit mehr Betriebe tatsächlich auch ausbilden und auch bereit sind, nicht nur Abiturienten, sondern auch Realschüler oder Hauptschulabsolventen in die Ausbildung zu holen. Nur dann, so kann man, glaube ich, verhindern, dass es zu einem Fachkräftemangel kommen wird, wenn verstärkt auch ausgebildet wird. Weil, ich stimme Ihnen zu, gegenwärtig haben wir noch nicht in diesem großen, im Großteil der Branchen diesen Fachkräftemangel. Ich habe es erlebt in Unternehmen, dass sie einen neuen Ausbildungsberuf, den haben wir neu gemacht, diesen Ausbildungsberuf, der ist attraktiv, der ist modern, der ist gut und trotzdem sagen sie, die brauchen wir nicht, wir wollen jetzt unsere Dualstudierenden doch eher in den Vordergrund rücken. Und das hat in diesem Unternehmen leider nur einfach die Ursache, dass sie die Zahlen für die Dualstudierenden besetzen müssen. Ja, dass sie diese Hochschule auslasten müssen. Und das finde ich dann an der Stelle sehr schade, weil dieser Beruf sehr attraktiv ist und gut ausgebildet werden kann in diesem Unternehmen. Die haben da sehr gute Ausbildungsbedingungen, die nehmen auch Hauptschüler, Realschüler und nicht nur Abiturienten. Und sie würden diese Leute auch brauchen, diese Fachkräfte. Aber trotzdem fahren sie Fachkräfte zurück, weil sie nicht alle übernehmen können letztendlich, die Fachkräfteausbildung. Und das, finde ich, ist eine bedenkliche Tendenz. Aber das klären wir mit diesem Unternehmen selbst an dieser Stelle. Ansonsten stimme ich Ihnen zu, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Hochschulabsolventen und Fachkräfte. Beide haben ihre Berechtigung, denke ich, in der Wirtschaft und ihre Arbeitsplätze auch in der Wirtschaft. Und es besteht auch die Möglichkeit für beruflich Qualifizierte einen Aufstieg zu machen. Man kann nach der Berufsausbildung, nach der Erstausbildung einen Meister aufsetzen oder in den kaufmännischen Berufen einen Fachwirt aufsetzen und ist dann ebenfalls für die mittlere Führungsebene qualifiziert. Und ich denke, diese Wege müssen auch offen gehalten werden und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vielleicht noch, wenn Zwischenfragen sind, mir wäre eigentlich ganz lieb, wenn die direkt kommen würden und nicht, dass wir hinterher nochmal alles durchwärmen, um es mal so auszudrücken. Gut, ich stimme mit Ihnen zu. So, jetzt direkt die nächste Frage und zwar jetzt an die Hochschul- und Ausbildungsseite hier. Wir haben eben ja schon mitbekommen, dass die Bestehensquote nicht so wahnsinnig hoch ist, um es mal vornehm auszudrücken, so. Ingenieurwissenschaften komme ich ja selber her. Wir haben ja drei Maschinenbauer hier sitzen allein schon heute. Nun ja, um die 50%, das war früher auch schon so, ist heute erstaunlicherweise auch noch so.
Jetzt hier meine Frage, wie kann die Bestehensquote, also letztendlich die Effektivität der Ausbildung, sowohl bei Fachkräften in der Berufsschule als auch Akademikern durch Anpassung vielleicht auch der vorherigen Ausbildung verbessert werden? Da vielleicht gleich an Sie. Ja, also was wir in unseren Studiengängen machen, ist, dass wir begleitende Tutorien anbieten. Und damit versuchen wir mit Studierenden, die ihre Studierenden dann selber weiter verbessern, dann eben dadurch eine größere Nähe an den Stoff heranbringen, dadurch, dass es eben der Studierende lehrt dem Studierenden etwas. Also der Studierende aus dem höheren Semester an den niederen. Und diese Tutorien werden bei uns eigentlich auch sehr gut angenommen. Also bei uns heißt, ich spreche für die Maschinenbauer von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher sagte man Fachhochschulen. Und diese Begleitung durch Tutorien und durch den engen Kontakt zu unseren Kollegen schaffen wir das ja auch, die Abbrecherquote jetzt relativ gering zu halten. Also es liegt von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, aber im Bereich zwischen 19 und vielleicht bei anderen, die nicht ganz so, so viel Aufwand betreiben, dann vielleicht bei 25-30%. Aber wir sind eigentlich auf ganz gutem Wege, dass wir eben einfach durch zusätzliche Angebote die Abbrecherquoten reduzieren. Also Maßnahmen, die das Niveau senken, dazu sind wir nicht bereit. Das möchten wir also nicht machen. Mhm. Vielleicht. Oder so. Vielleicht direkt dazu. Ich gebe Ihnen recht, wir fahren. Da brauche ich das dazu schreiben. Ich gebe Ihnen recht, wir fahren das in allen auch. Und das sind Maßnahmen, die tatsächlich ziehen. Ich frage mich nur, wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, das war weniger transparent wie heute. Da war nichts organisiert. Wir waren aber trotzdem irgendwie auf dem Trip. Mathe ist für ein Ingenieurstudium ziemlich wichtig, ohne dass uns das 25 Mal am Tag gesagt worden ist. Das war irgendwie implizit klar. Und uns war klar, dass wir für die einzelnen Übungsaufgaben uns hinsetzen müssen und uns in einer Gruppe zusammenfinden. Ich frage mich, wieso müssen wir die, wir müssen es offensichtlich, aber die Frage ist, warum müssen wir die jungen Leute heute zum Jagen tragen? Naja, die Zeiten haben sich geändert. Also ich denke einfach, es ist einfach durchsichtiger und es muss eben auch mehr systematisiert werden alles, um den Studierenden zu helfen. Die sind durch, das ist ein gesellschaftliches Problem vielleicht, das werden wir hier nicht lösen, aber ich denke, das liegt vielleicht daran, dass so viel Ablenkung, so viel alles andere auf die einwirkt. Also wir müssen einfach das Ganze systematisieren und da helfen diese systematischen Tutorien, nenne ich es jetzt mal, es gibt alle möglichen anderen Hilfen auch. Was das Problem dabei im Moment mir zu sein scheint, ist, dass das im Moment von der Politik nur sporadisch unterstützt wird. Das heißt, wir kriegen Hilfen für ein, zwei Semester und dann müssen wir wieder neu beantragen. Und dann wissen wir nicht, kriegen wir das nochmal. Diese Nachhaltigkeit dieser Zusatzmodule oder dieser Zusatzhilfen für schwächere Studierenden, die sind nicht nachhaltig genug. Das müsste einfach mit in die Grundfinanzierung mit einfließen und dadurch die Mittel eher erhöht werden, anstatt dass wir noch immer eher den Gürtel enger schnallen müssen. Ich begrüße einen Nachrücker, den Herrn Rossmann. Würden Sie sich schnell verkabeln lassen, dann haben wir Sie mit auf dem Mikrofon. Dann hört man auch, was Sie hier mitreden. Danke. Die nächste Frage. Ja, Sie haben gesagt, statistisch sind die Anzahl der Studienabbrecher zurückgegangen. Nur
aus den Bewerbungsunterlagen, die wir sehen, und das ist so eine ziemlich große Anzahl, kommt mein Eindruck eher auf, dass immer mehr junge Leute zuerst ein Studium probieren, vielleicht ein, zwei Semester lang, und dann auf was ganz anderes, oder in unserem Fall auf Bauingenieurwesen sozusagen switchen. Liegt das vielleicht, dass der Bauingenieurstudium in sich nicht so attraktiv ist? Es gibt andere Studiengänge, Informatik oder sowas, die in erster Linie eher attraktiver sind. Oder ist das vielleicht eine falsche Beratung am Anfang des Studiums? Ich weiß nicht, wer will haben. Ja. Also, Herr Haber hat bereits einen wichtigen Punkt genannt. Die Qualität der Ingenieurausbildung darf nicht abgesenkt werden. Das gilt auch für die Universitäten, genauso wie für die Fachhochschulen. Wir brauchen Ingenieure, die innovativ sind. Daran hängt die Stärke unserer Volkswirtschaft. Und wir brauchen Ingenieure, die sichere Produkte entwickeln. Das erfordert natürlich eine Ausbildung in den Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. Und dazu gehört Mathematik, dazu gehört Mechanik, dazu gehört Thermodynamik. Darauf kann nicht verzichtet werden. Und es ist völlig absurd, einen Techniker gleich zum Master zu machen, ohne ihm die darunterliegenden Fähigkeiten in Mathematik, Mechanik und Thermodynamik mitgegeben zu haben. Die werden natürlich nicht mehr in einem Masterstudium vermittelt, die müssen in einem zugrunde liegenden Bachelorstudium vermittelt werden. Und ich bin überhaupt nicht glücklich damit, dass man den Meister und den Techniker auf Stufe 6 des DQR eingruppiert hat. Er hätte eigentlich in Stufe 5 gehört. Aber die Diskussion brauchen wir jetzt nicht zu führen. Was bedeutet es eigentlich, dass wir so hohe Abbrecherquoten in den Ingenieurwissenschaften haben? Nun, offenbar haben wir die Studierenden nicht sorgfältig genug beraten, als sie ihr Studium aufgenommen haben. Es gibt ja nicht nur das Ingenieurstudium, um sich mit technischen Dingen zu beschäftigen. Es gibt ja auch eine berufliche Ausbildung zum Meister oder zum Techniker. Und man kann ein sehr erfülltes Leben führen, auch als Meister und Techniker. Man muss ja nicht unbedingt Ingenieur werden. Insbesondere die, denen der Umgang mit der Mathematik, denen das Modellieren, das Simulieren nicht so liegt, wie beispielsweise eine handwerkliche Tätigkeit, eine praktische Tätigkeit, der ist wahrscheinlich besser bedient und er wird wahrscheinlich glücklicher in seinem Leben, wenn er eben kein Ingenieurstudium ergreift, sondern eine Technikerausbildung oder eine Meisterausbildung absolviert. Das findet aber häufig bei unseren Studienbewerbern nicht statt. Diese Überlegung, was ist eigentlich das Richtige für mich, wo will ich hin, und man nimmt häufig die Beratungsangebote, die es gibt, nicht wahr. Hier würde ich mir wünschen, dass es deutlich, dass auch die Studierenden sich besser informieren über das, wie ihr Lebensweg künftig aussehen soll. Es sind Erwachsene, mit denen wir zu tun haben. Allesamt sind es Erwachsene. Wir haben kaum 17-Jährige an den Universitäten. Wir haben praktisch nur Erwachsene vor uns und wir sollten sie auch als Erwachsene behandeln.
wenn sie zu uns kommen. Und das bedeutet auch, ja, wir müssen von ihnen verlangen, dass sie sich Gedanken gemacht haben, und zwar sehr ernsthaft Gedanken gemacht haben, über ihre Zukunft. Das findet häufig nicht statt. In Darmstadt führen wir beispielsweise Auswahlgespräche mit den Studierenden, die an der TU das Maschinenbaustudium aufnehmen wollen. Und wir haben häufig den Fall, dass allein aus Dünkel, ja, warum wollen Sie an der Technischen Universität studieren? Warum wollen Sie nicht an der Fachhochschule studieren? Ja, es ist viel besser, an der Technischen Universität zu studieren. Es ist viel wertvoller. Denen erzählen wir, nein, es ist nicht wertvoller, an der Technischen Universität zu studieren. Und häufig beraten wir auch Personen, die kein Abitur als Hochschulzugangsberechtigung haben, bitte zunächst nicht an die TU zu gehen, sondern zunächst ein Studium beispielsweise an einer Fachhochschule aufzunehmen und dort vielleicht einen guten Bachelorabschluss zu machen und dann mit einem guten Bachelorabschluss, wenn Sie dann den Drang haben zu wissenschaftlicher Arbeit, an die Universität zu wechseln, zu einem Masterstudiengang. Diese Bereitschaft junger Menschen, sich mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen, ernsthaft auseinanderzusetzen, sich mal einen Tag lang hinzusetzen und zu überlegen, was will ich eigentlich, wo stehe ich, wo will ich hin. Das fehlt manchen, es fehlt nicht allen, aber es fehlt manchen jungen Menschen. Sie sprechen mir eigentlich als Leiter einer Technikerschule voll aus der Seele, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht so, weil wir haben es oft beobachtet, also wir empfehlen auch die Fachhochschule, jetzt heißen sie alle Hochschulen, wir empfehlen eigentlich auch die Fachhochschule und die Aufnahme eines Bachelorstudiums. Darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, weil ich könnte auch sagen, gleich die Höheren weinen, aber es ist so, man tut ihnen keinen Gefallen damit. Lieber da etwas länger, und die sind noch alt genug, bis sie hinterher mit 67 oder wo auch immer mal in die Rente gehen, als zu früh und dann frustriert, um es mal so auszudrücken. Ich beobachte aber auch gleich, ich komme ja auch von der beruflichen Erstausbildung da noch mit, deswegen auch meine Frage an Herrn Baumer, da haben wir ja Ähnliches. Genau das Problem ist, die jungen Leute, sei es hier oder dort, die wissen gar nicht richtig, was eigentlich auf sie zukommt. Und auch dort gibt es ja relativ hohe Abbrecherquoten dementsprechend. Und auch die Politik ist jetzt eigentlich mit dabei. Herr Rossmann, ist das nicht, oder tun wir nicht zu wenig dafür, sie aufzuklären? Es gibt Studien, wo ganz klar rauskommt, die meisten orientieren sich nach Elternhaus, halt so gegebenen Dingen, und das war es im Endeffekt. Deswegen vielleicht erstmal. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema so abgearbeitet haben. In der Einstufung des Themas Techniker und Meister bin ich als ein solcher anderer Meinung. Trotzdem, glaube ich, sind wir uns im Ergebnis einig. Was ich nach meiner Einschätzung, ich bin jetzt im 51. Arbeitsjahr, habe relativ viel Erfahrung von beruflichen Schulen in Baden-Württemberg, feststelle, es fehlt den Jugendlichen, wenn sie an die beruflichen Schulen kommen, im Grunde an den Grundfertigkeiten Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaft. Das ist so die erste Hürde, die nicht ausreichend aufgebaut wurde. Ich kann aus dem Bildungsplan in Baden-Württemberg erkennen, dass die extrem aufgebauscht sind, dass wir projekthaft denken, aber die Grundfertigkeiten wurden nicht ausreichend vermittelt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was ich auch feststellen musste an den beruflichen Schulen, es fehlt Jugendlichen im Grunde an Ausdauer und an Geduld. Ich mache es mal daran fest, wenn die Jugendlichen bei uns den Abschluss machen, ist die erste Frage, kann ich jetzt gleich anschließend den Meister oder den Techniker machen? Und zwar direkt nach der Lehre. Ich habe nie die Frage gehört, in welchen Betrieb gehe ich denn jetzt, damit ich was dazulernen kann. Das war nie die Frage, sondern wie geht es jetzt denn weiter, möglichst mit der geringen Erfahrung von den 3 Lehrjahren. Deswegen habe ich im Grunde immer alle beraten, den Weg zu gehen, den ich selber auch gegangen bin. 5 Jahre Geselle, 5 Jahre Meister und danach die Technikerschule. Also das sind Dinge, die sind irgendwie nicht mehr in unserer Gesellschaft aktuell, sondern so schnell als möglich, so weit als möglich. Und das ist einfach
ein Grundproblem unserer Gesellschaft heute, unserer Jugendlichen, denen wir das im Grunde auch vorleben. Also auch in den Verhandlungen meines Lehrerverbandes mit dem Kultusministerium war es schwer, das Thema Erfahrung im Beruf zu vermitteln, weil auch dort die Tendenz immer geht, mit immer weniger praktischer Erfahrung weitere Stufen anzubieten. Von dem her, glaube ich, sollten wir nicht nur die Bildungspläne entrümpeln, sondern wir sollten auch unseren Jugendlichen einfach sagen, dass der Weg zum Techniker, zum Meister, zum Ingenieur Zeit braucht. Das muss reifen wie Käse oder Wein, ansonsten funktioniert es nicht. Bevor Herr Rossmann jetzt spricht, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, ihn kurz noch einzuführen. Dr. Ernst-Dieter Rossmann ist von Hause aus Diplompsychologe, ist in Schleswig-Holstein zum Bundestagsabgeordneten gewählt worden und ist aktiv als Sprecher der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfraktion und ist Vorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes. Er bringt jetzt in die Runde, er macht das jetzt komplett mit der politischen Farbe. Sorry, tut mir leid mit der Verspätung, aber ich wusste nicht genau, wie die Osloer Straße zu finden ist und das ist ein umfangreicher Gebäudekomplex. Ich bin schon unterm Dach gewesen. Also. Ja. Herr Rossmann, zum Thema Durchlässigkeit. Ja, vielleicht lassen Sie mich gleich weiter Mathe aufgreifen, das war für mich auch wieder eine Steilvorlage. Ob Sie es glauben oder nicht, wenn die Leute bei uns kommen, das sind ja alles gelernte Facharbeiter, die mindestens ein Jahr im Beruf schon gearbeitet haben müssen. Gott sei Dank hat der Gesetzgeber da diese kleine Bremse eingebaut. Und wir fangen an, ob Sie es glauben oder nicht, mit der Punkt-Vor-Strich-Rechnung in Mathe. Jetzt kann man sagen, Blödsinn, nein, wir müssen es machen. Es ist, ja, ist einfach so, das heißt, wir holen sie wirklich anno dunnemals ab, wo sie schon längst hätten drüber sein sollen. Der Witz ist, in der Berufsschule zum Beispiel gibt es gar keine Mathe mehr, weil das können sie ja alle schon. Das können sie ja aus der Erstausbildung raus. Dann kommen die als Techniker zu uns, haben es dann 4-5 Jahre überhaupt nicht gebraucht, in Anführungsstrichen, oder nur angewendet mit ein bisschen Taschenrechner, provokativ jetzt ein bisschen. Ja, und das war's. Und jetzt meine Frage vielleicht auch Sie an die Politik oder hier allgemein. Was können wir da ändern? Weil wir sehen es nur als Berufsschullehrer als Fakt an, dass da ein bisschen wenig kommt, um es mal so auszudrücken. Ich will jetzt nicht auf welchen Kollegen rumreiten oder so, aber wie kann man das attraktiver machen? Das wird doch sicher diskutiert. Das ist immer schwer, wenn man zu spät kommt in der Diskussionsrunde, die schon die Fragestellung aufgenommen hat, hineinzukommen. Wenn ich es bei Ihnen richtig so verstehe, dann nehme ich mal 2, 3 Stränge auf. Das eine ist aus der vorherigen Diskussion den Strang, gibt es eigentlich eine ausreichende Beratung über Voraussetzungen von Studiengängen, Ausbildungswegen, Fortbildungswegen. Und ich glaube, dass wir dort in Deutschland im Zusammenwirken von Praktikern, von Öffentlichkeit, von aufnehmenden Institutionen besser werden müssen, was Bildungsberatung angeht. Und dieses kann ganz elementar darüber beginnen, was wir dann ja auch seitens des Bundes, der ja eher eine randständige Rolle in vielen Bildungsfragen hat, mit aufnehmen, dass dort Berufsorientierung und so weiter verstärkt werden soll. Aber das setzt ja nicht auf dem Niveau an, ist aber trotzdem ein Beitrag, Bildungsberatung insgesamt besser zu machen. Und ich glaube, es gehört auch dazu, die ganze Orientierung auf Praxis hin, praktische Erfahrungen in Betrieben auch noch zu verstärken. Das Zweite ist, das, was Sie jetzt ansprachen mit dem Niveau, da gibt es ja nun die internationalen Vergleichsstudien, die berühmten, die sagen, Deutschland hat aufgeholt. Manche sagen, wir haben noch nicht genug aufgeholt, weil wir einen zu großen Teil von jungen Leuten haben, die noch nicht das wichtige Basisniveau wirklich miterleben. Da ist der Bund in Bezug auf die Gestaltung von Lehrplänen, Entrümpelung oder nicht so sehr gefordert wie die Länder über die Kultusministerkonferenz. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir dort auch in den Erwartungen konzentrierter werden, die an Schule mitgerichtet sind. Das Dritte ist für mich immer die Frage der Gleichwertigkeit. Und da wir jetzt die aktuelle Regierungskoalition ja auch daran arbeiten, von beruflicher und akademisch-beruflicher Ausbildung. Aber das ist dann ein weites Feld, weil es natürlich auch die Frage von Finanzierungshorizonten, Bezahlungshorizonten mit aufmacht und je mehr die Spreizung dort in Bezug auf bestimmte Berufe, akademische Berufe zu anderen nicht gleich akademischen Berufen da ist, umso weniger soll man sich wundern, dass alle auch in ein Studium drängen. Das ist aber dann etwas, wo sich die Wirtschaft auch nicht beklagen darf, sondern die Wirtschaft agieren muss.
Und das Zweite ist, dass sicherlich die Abstufung auch genauer miteinander zu verzahnen sind. Ich finde es immerhin positiv, das soll dann auch mein Einstiegsbeitrag erstmal sein, damit ich mich ja auch ein bisschen an den anderen Beiträgen mit orientieren kann und nicht zu viel wiederhole. Ich finde es auch positiv, dass verstärkt duale Gedanken in akademische Studiengänge Einzug halten, weil auch dieses eine Praxisorientierung jeweils in jedem Studium, aber auch in einem genau definierten dualen Studium mit einschließt. Und was die Ingenieursausbildung angeht, sicherlich die Stärkung der Fachhochschulen ist etwas, was parteiübergreifend ein ganz, ganz großes Ziel ist, wo auch alle daran arbeiten, dass wir dort die Kapazitäten der guten deutschen Fachhochschule ordentlich mit ausbauen, was dann ja auch in ihrem Sinne eine Entlastung oder eine bessere Vorbereitung sein könnte. Vielleicht nehmen Sie das erste Mal als zu spät gekommenes Roundabout Statement. Aus dem Publikum? Ich würde jetzt gerne mal kurz aus meinem Blickwinkel die zwei Punkte aufnehmen. Also ich glaube, dass viele ihr Studium auch abbrechen aus dem Grund, weil ich finde, wie es Herr Sattelberger davor kurz angesprochen hatte, dass wir so viele Studiengänge haben, dass es nicht mehr durchsichtig ist, was kann ich überhaupt mit welchem Studiengang machen. Also wenn man viele junge Leute fragt, die jetzt ins Studium gehen, ja, was machst du denn, was studierst du? Ja, BWL. Und wozu? Ja, damit kann ich fast alles machen, aber was genau? Und das finde ich meiner Meinung nach raus. Also ich bin jetzt ein halbes Jahr vor meinem Maschinenbautechniker und war am Überlegen zu studieren. Und die Frage ist aber, was soll ich danach studieren? Was kann ich noch machen? Weil heutzutage ist alles so schnelllebig, dass ich gar nicht erst groß überlege, was kann ich als nächstes machen, um noch auf der Leiter noch weiter hochzulaufen, um noch schneller irgendwie Karriere zu machen. Das ist so schnelllebig zur Zeit. Und das ist eben, glaube ich, eins der ganz großen Probleme von der heutigen Zeit, dass einfach alle jungen Leute so schnell wie möglich, so hoch wie möglich auf die Karriereleiter springen wollen. Ich möchte vielleicht dazu sagen, Sie haben recht, es gibt viel zu viel Studienangebote, also vielerlei Studienangebote, das ist aber ein anderes Thema. Was Sie jetzt aber ansprachen, BWL ist ein, sagen wir, uralter Studiengang, der ganz breit aufgelegt ist. Betriebswirtschaftslehre braucht man in jedem Unternehmen. Und dann machen Sie Maschinenbautechniker. Maschinenbaustudium ist auch ein ganz altes Studium, was vom Alter her, aber nicht unbedingt von der Modernität her. Das heißt, wenn Sie ein Maschinenbaustudium machen, dann haben Sie bestimmt nichts Verkehrtes getan. Oder wenn Sie BWL studieren, dann haben Sie auch nichts Verkehrtes gemacht. Das ist kein irgendwie Orchideenstudiengang. Also die Vielzahl von Studiengängen, die es gibt, gibt es, aber die Beispiele, die Sie genannt haben, das sind altehrwürdige Studiengänge, die auch in Zukunft ganz sicher wichtig sind und auch, wenn Sie das studieren wollen, werden Sie damit keinen Fehler machen. Nicht genau wissen, was sie wollen, also was sie damit überhaupt erreichen können. Und das ist eben das was vielen jungen Leuten eben fehlt, diese Unterstützung zu wissen, okay, ich hab jetzt in meiner Region die und die Studiengänge und kann damit auch wirklich was erreichen und das auch das erreichen, was sie eigentlich wollen. Und da, ich glaube, da fehlt die Unterstützung. Das ist mal die Frage, wo wollen Sie denn die Unterstützung her haben? Herr Kollege Hambe hat ja schon gesagt, Sie versuchen zu beraten an der jeweiligen Hochschule. Das machen ja andere auch. Also das machen Sie in Aalen so, das machen wir in Berlin so. Sie müssen einfach anfangen. Jedes Ding, was man machen will, hat irgendwo einen Anfang. Sie müssen also nicht überlegen, ja, wo kommt die göttliche Eingebung, sondern einfach an die Hochschulen gehen. Die haben Studien, Beratungen und da können sie mit den Leuten sprechen. Und die schicken sie dann an die Studiengänge und in den Studiengängen gibt es dann auch wieder Beratungen. Also sie müssen nur anpacken
und loslegen. Diese Vielzahl von Studiengängen darf Sie nicht abschrecken. Sie müssen ja die, die Sie bisher noch gar nicht kannten, die müssen Sie ja nicht studieren. Vielleicht Herr Küpper dazu? Ja, also Studienberatung in allen Ehren, aber er trifft natürlich schon einen sehr wahren Kern. Wenn eben über die gesellschaftlichen Phänomene gesprochen wurden, dann haben wir es heute mit einer Generation zu tun, die so viele Chancen und Optionen vor sich hat, wie noch keine Generation davor. Das ist eine Chance, ist aber auch ein Risiko, weil man kann in dieser Vielfalt auch verloren gehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Vielfalt von Studiengängen, das ist nur ein Aspekt, sondern generell die Vielfalt, die vielen Wege, sein Leben, sein privates wie sein berufliches zu gestalten. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt in so eine Leier wieder verfällt, früher war alles besser, früher war vor allem alles anders. So. Und deswegen müssen wir beispielsweise schon in den Schulen bei dem Thema Berufsorientierung früh ansetzen, dass junge Leute eine Idee davon bekommen, wie verschiedene Berufsfelder aussehen, wie verschiedene Studiengänge, wie verschiedene Ausbildungsgänge ausgehen. Deswegen haben wir in Baden-Württemberg mittlerweile die Ausbildungsbotschafter. Das heißt, junge Leute, die in einer Ausbildung sind, gehen an Schulen und erzählen von ihrer Ausbildung. Es gibt nichts Authentischeres. Ja, da können wir uns hier alle noch lange in Fernsehstudios reinsetzen und erzählen, wie toll Ausbildung ist. Junge Leute erklären jungen Leuten, was eine Ausbildung ist oder wie ein Studium ist. Und das sind die Wege, das sind die modernen und guten Wege. Wie gesagt, Studienberatung in allen Ehren ist auch ein wichtiges Instrument, aber damit alleine werden wir es nicht wuppen. Und zum Zweiten, wir haben den jungen Leuten erklärt und ihren Eltern, Bildung ist wichtig. Das war immer das Credo, auch aus der Politik heraus, zu Recht, weil es entscheidet über individuelle Chancen. So, jetzt haben sie es verstanden und streben nach diesen höheren Abschlüssen. Und jetzt beginnen wir die Diskussion, das war jetzt vielleicht doch nicht so gemeint und jetzt mal langsam. Jetzt müssen wir auch aufpassen, also welche auch konterkarierenden Botschaften wir eigentlich sagen, in die Gesellschaft reinsenden. Ich teile ja die Einschätzung, dass Schritte auch Zeit brauchen und dass es nicht sinnvoll ist, zu schnell durchzulaufen. Aber das war immer die Botschaft, die wir rausgegeben haben, Bildung ist wichtig, jetzt wurde sie verstanden und jetzt starten wir eine Diskussion um Überakademisierung etc. etc. Das ist schon verrückt. Also wir müssen wirklich aufpassen, welche Botschaften wir da aussenden. Natürlich gibt es einen begrenzten Bedarf für die verschiedenen Qualifikationsstufen. Ja, wir können natürlich jetzt auch die Diskussion führen, muss jeder Bachelor und Master machen? Nein, muss er auch nicht. Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die wir vor der Brust haben. Da sage ich aber mittlerweile, das wird ein Stück weit dann auch sagen, der Arbeitsmarkt auch regeln. Ich kann Ihnen das sagen, beispielsweise für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg, gehen wir für viele Betriebe davon aus, dass dann auf 10 Bachelor ungefähr ein Master kommt, ja, im Bedarf im Ingenieurbereich. Woher kommt das? Weil wir mittlerweile im Vertrieb zum Beispiel sehr, sehr viele auch Ingenieure einsetzen. Also die Unternehmen sagen, der Kunde will mit jemandem sprechen, der auf Augenhöhe ist. Das muss ein Ingenieur sein, das kann kein anderer mehr machen. Aber das sind natürlich dann häufig Bachelor-Ingenieure aus dem Bereich Hochschule für angewandte Wissenschaften. Es geht ja nicht jeder als Absolvent der TU Darmstadt oder des KIT oder der Uni Stuttgart an die Forschungsabteilung. Auch da haben sich Qualifikationsmuster komplett verändert. Das dürfen wir bei dieser ganzen Bedarfsdiskussion und der Frage, haben wir zu viele Studierende, nicht vergessen. Und dann wollte ich noch ein Missverständnis versuchen auszuräumen, weil, glaube ich, sich jetzt so der Eindruck hier im Raum festgesetzt hat, der DQR definiert Zugänge. Das tut er nicht. Ja. Also in Baden-Württemberg kann ich mit dem Meister oder Techniker nicht in ein Masterstudium reinstarten. Es gibt, glaube ich, in Rheinland-Pfalz solche Überlegungen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile in Gesetzesform gegossen sind. Das entzieht sich meiner in Berlin auch gut. Also in Baden-Württemberg ist das auf jeden Fall nicht möglich. Und es wäre auch nichts, was wir jetzt unbedingt favorisieren würden, weil ich teile da die Einschätzung. Aber nochmal grundsätzlich gesagt, das kommt da nicht vom DQR, sondern das ist die Entscheidung einzelner Länder, das dann zuzulassen. Der DQR definiert eine Gleichwertigkeit, aber definiert dezidiert keine Zugänge. Nur, dass also das Missverständnis hier aus dem Raum auch wieder rauskommt, also dass man flächendeckend in Deutschland mit dem Technikerabschluss gleich in ein Master-Ingenieurstudium hineinstarten könnte. Das ist nicht so. Herr Osman?
will nochmal versuchen, den jungen Mann dort auch so zu verstehen, dass es ja mal eine Phase gegeben hat, da waren zusätzliche Bachelorstudiengänge, je differenzierter sie wurden, schon immer ein Erfolgsnachweis, bis wir dann irgendwie 30.000 mittlerweile in Deutschland haben. Ich finde das kein Erfolgsnachweis. Und so wie wir das in der beruflichen Erstausbildung erleben, dass man jetzt wieder stärker in Berufsfamilien denkt und daraus ableitet, dass eigentlich die Spezialisierung dann auch im Betrieb, im unmittelbaren Arbeitsfeld stärker mit Learning on the Job oder auch Qualifizieren on the Job stattfindet, finde ich, können wir auch in diese Richtung wieder stärker mitdenken. Was dann aber auch eine Sicherheit gibt, dass man als junger Mensch, der mit einem Bachelor oder einem anderen Abschluss in einen Betrieb kommt, nicht gleich das alles mitbringen muss, was eigentlich erst im beruflichen Arbeiten sich mit aufbaut. Und ich denke, auch dort haben wir einen bestimmten Weg wieder neu zu gehen, weil zu stark auch die Erwartung aufgebaut worden ist, man könnte das, was in den Betrieben qualifiziert wird, eigentlich in der Vorspezialisierung und auch in ein öffentliches Bildungswesen abdrücken. Das geht so nicht. Und dann hätten Sie als junger Mann die Wahrnehmung, ja, Sie bringen eine gute Voraussetzung mit, aber manches an Spezialisierung erfolgt dann in Ihrem Berufsverhältnis selber. Vielleicht gibt das auch eine größere Sicherheit, als vorweg immer schon entscheiden zu müssen, in welche Richtung will ich mich eigentlich spezialisieren. Vielleicht mal auch rückgefragt, wie andere dieses Verhältnis eigentlich von erwarteter Voraussetzung, die Studienabsolventen mitbringen sollen, im Vergleich zu dem, was man selber noch in der Firma, im Betrieb mit an Qualifizierung anbietet, angeht. Also wir haben oder mal so rum angefangen. Also ich glaube, wir haben diese Debatte Jahrzehnt für Jahrzehnt, dass wir irgendwie nachlassende Schülerleistungen hätten. Ich habe jetzt letztlich dazu nochmal eine ganz eindrucksvolle Statistik auf einer eigenen Veranstaltung gehört. Das ging ja schon mit Picht in den 60er Jahren los, Bildungskatastrophe. Auch in den 70er, 80ern noch nicht so schön qualitativ aufgearbeitet wie bei PISA, eher an quantitativen Daten festgemacht, aber auch der Hinweis, also dass Deutschland eher sich im Mittelmaß befindet. Also wir haben uns eigentlich über einige Jahrzehnte in die Tasche gelogen, dass wir sagen, ganz herausragende Leistungen da produzieren an unseren Schulen. Deswegen ist die Debatte unverändert richtig, dass wir hinsichtlich der Themen Ausbildungsreife etc. was tun müssen. Aber natürlich sind die Betriebe genauso in der Verantwortung im Bereich der dualen Ausbildung oder eben auch in der Entwicklung intelligenter berufsvorbereitender Maßnahmen. Also wir haben in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Tarifpartner der IG Metall ein sogenanntes Förderjahr entwickelt für junge Leute, die noch nicht den Schritt direkt in eine Ausbildung, in eine anspruchsvolle Ausbildung eines industriellen Ausbildungsberufs der Metall- und Elektroindustrie schaffen würden. Also haben wir dieses Förderjahr, das im Wesentlichen auf den Grundlagen der Einstiegsqualifizierung aufsetzt, aber dann auch spezifische Inhalte für die Metall- und Elektroindustrie beschreibt. Das haben wir gestaltet. Wir haben da mittlerweile so 60, 70 junge Leute drin. Wir gehen davon aus, dass wir das so Richtung 100 pro Jahr entwickeln können und stabilisieren können. Mit der klaren Perspektive danach dann den Schritt in eine Ausbildung zu machen. Die ersten beiden Durchläufe zeigen da gute Ergebnisse. Da haben wir Übergangsquoten so von 80-85% aus dieser berufsvorbereitenden Maßnahme dann in eine Ausbildung hinein. Das ist dann auch genauso ein Beitrag aller beteiligten Partner, vor allem der Betriebe. Das Ganze ist tarifvertraglich gestaltet mit einer Vergütung etc. etc. Das Ganze ist darauf ausgerichtet, eben dem nach wie vor zu hohen Anteil junger Leute, die Probleme haben, in eine Ausbildung zu kommen und die später möglicherweise auch ohne jeden Berufsabschluss durchs Leben zu gehen, zu reduzieren. Ich glaube, das sind die Wege, die wir jetzt gehen müssen, und die Wirtschaft leistet da ihren aktiven Beitrag. Das Gleiche gilt für die Themen Weiterbildung im Betrieb, betriebliche Weiterbildung. Der eben schon gelobte Tarifvertrag, das ist unserer, vom Kollegen von der Hans-Böckler-Stiftung, also die Idee eines Rückkehrrechts für Beschäftigte nach einer Phase der persönlichen Weiterbildung. Das ist der Tarifvertrag
der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg, der dort beschrieben wurde, der übrigens dann in der jüngeren Vergangenheit nochmal geöffnet wurde, auch für Auszubildende, also Auszubildende, die dann den nächsten Schritt sehr schnell gehen wollen, beispielsweise in Richtung eines Studiums, weil sie möglicherweise die Fachhochschulreife schon mitgebracht haben oder sie während des Studiums ausbildungsbegleitend erworben haben. Also ich glaube, wir haben sehr vielfältige Wege heute, ein sehr durchaus auch durchlässiges System und die Betriebe leisten da ihren aktiven Beitrag, all diese Wege auch mit zu gestalten, übrigens einschließlich des dualen Studiums. Ist es in der Tat so, in Baden-Württemberg, in der Metall- und Elektroindustrie beginnt mittlerweile jeder Vierte seine Ausbildung, wenn ich das so sagen darf, im Rahmen eines dualen Studiums. Und zwar nicht, weil da Kapazitäten gefüllt werden müssen, sondern die haben ein ganz anderes Problem. Die wissen gar nicht, wie sie die Kapazitäten noch schaffen sollen, weil das offensichtlich einen Qualifikationsbedarf trifft in der Wirtschaft. Und es ist ein riesiges Erfolgsmodell. Wir führen, wie gesagt, ganz andere Diskussionen, wie wir die erforderlichen Kapazitäten auf der Hochschulseite so nachrüsten können, dass wir mithalten können mit dem erforderlichen Bedarf in der Wirtschaft. Also eine ganz andere Diskussion. Timmermann ist mein Name, Studentenwerk. Ich würde gerne zu zwei Punkten was sagen. Der erste Punkt ist ja deutlich geworden, auch durch den Beitrag des jungen Mannes, aber auch durch das Podium, dass alle die eine Bildungsstufe beenden, vor einem großen Entscheidungsproblem stehen. Das deutsche Bildungssystem ist ja ein System der Übergänge. Überall muss, an allen Stellen muss übergegangen werden, in das Nächste. Manchmal horizontal oder vertikal nach oben, manchmal gibt es auch den Übergang nach unten. Und das erfordert eigentlich einen sehr bewussten und hochentwickelten Informationsstand. Und die Frage ist ja, wie kommen die Jugendlichen und ihre Eltern überhaupt an diese Informationen? Es wurde vorhin gesagt, bei Sattelberger 350 oder 360 Ausbildungsberufe stehen zur Wahl. Wie können sich Jugendliche, die 15, 16 sind, inzwischen sind sie auch schon 18, 19, wie können die sich so informieren, dass sie eine rationale Wahlentscheidung treffen können? Für Leute, die den Hochschulzugang haben, egal jetzt ob mit Hochschulzugangsberechtigung oder auf andere Wege, wurde gesagt 14.000, 15.000, 18.000 Studiengänge allein auf der Bachelor-Ebene. Wie soll da eine rationale Entscheidung möglich sein? Also ich glaube, dass man anders ansetzen muss. Die Frage ist doch, wie kriegt man die Jugendlichen dahin, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten, ihr eigenes Wissen einschätzen können, auch ihre Interessen einschätzen können? Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Also so laufen ja auch heute, glaube ich, die Diskussionen in vielen Schulen zumindest, auch beim Übergang in die Hochschulen. Das ist der erste Punkt. Was ist eigentlich wichtig in diesen Entscheidungsprozessen? Und wenn man da über, weiß nicht, 50 Berufe informiert wird, auch durch Studierende oder durch Leute, die schon so eine Ausbildung hinter sich haben, das ist, glaube ich, das hilft zwar im Einzelfall, aber ich glaube nicht, dass das auf der systematisch hilft. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter ist nochmal die curriculare, didaktische Frage, die mal angesprochen wurde. Also man muss wieder Punkt vor Strichrechnung machen und Ähnliches. Ich weiß nicht, wie das im Bereich der Ingenieurwissenschaften ist. Ich bin kein Ingenieurwissenschaftler, ich bin auch kein Naturwissenschaftler, ich bin Volkswirt. Oder war, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch 8,5 Jahre Rektor in Bielefeld. Aber ich weiß aus dem Studiengang Wirtschaftswissen, ob das VWL oder BWL ist, ich weiß es aus der Soziologie. Das Mathe-Problem ist genauso ein Problem da, wie bei den Ingenieurwissenschaften. Auch Statistik ist ein Problem. Aber nach meiner eigenen Erfahrung, es gibt dann die Mathematik, Statistik 1, Statistik 2 für Volkswirte. Es gibt Statistik für Soziologen. Aber da sind die soziologischen oder wirtschaftlichen Inhalte überhaupt nicht enthalten. Sondern das ist Mathematik, das ist Statistik für sich. Das wird in den ersten 1, 2, 3, 4 Semestern gemacht. Und dann, da lernt man auch was über Differentialgleichung, Differenzengleichung, partielle Art und sonst was. Und man weiß gar nicht, warum man das eigentlich braucht im Studium. Und dann geht man im sechsten Semester in eine Vorlesung Wachstumstheorie und dann merkt man plötzlich, oh, das hat irgendwas mit Differentialgleichung zu tun, wenn man Wachstumsformeln berechnen muss. Das hat man aber alles vergessen, weil das so lange der Abstand so groß ist. Das heißt also, in meinen Augen ist hier ein Problem und das ist möglicherweise auch bei Ihnen, beim Maschinenbau und in den Ingenieurwissenschaften ein Problem, dass
der fachliche Inhalt von dem mathematischen oder städtischen Inhalt getrennt ist. Und das ist eine didaktisch-curriculare Frage. Ich glaube, darauf haben aber die Universitäten und auch die Fachhochschulen durchaus geantwortet. Beispielsweise dadurch, dass sehr früh im Studium Projektkurse veranstaltet werden, in denen komplexe Aufgabenstellungen bearbeitet werden, die auf das künftige Berufsfeld hin ausgerichtet sind und in denen klar wird, warum man eigentlich Mathematik braucht, warum man Physik braucht, und dass man ohne diese Grundkenntnisse in einem Ingenieurstudium nicht weiterkommen kann. Also das Bewusstsein der Studierenden, dass sie so etwas benötigen wie Mathematik, auch die Bereitschaft beispielsweise der Mathematiker, sich mit den Ingenieuren in Verbindung zu setzen und zu schauen, wo gibt es denn Beziehungen zwischen meiner Mathematikvorlesung und der Veranstaltung Chemie und der Veranstaltung Werkstoffkunde. Diese Bereitschaft ist doch in der Vergangenheit deutlich gestiegen. Auch dadurch, dass wir jetzt an fast allen Universitäten und ich nehme an auch an Fachhochschulen, wir Lehrpreise haben, wo gerade auf solche didaktischen Neuerungen eingegangen wird, zeigt doch, dass wir an den Universitäten das Problem zumindest in Angriff genommen haben. Also ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg. Das Problem, das wir haben, sind die großen Massen. Wir haben im Maschinenbau zurzeit, ich weiß es nur für die Universitäten, eine Überlast von etwa 50%. Das heißt, wir sind von der Grundfinanzierung her deutlich unterfinanziert. Wir schaffen eigentlich nicht das, was wir schaffen sollten. Und wir strengen uns an, aber möglicherweise reicht es nicht. Im Übrigen glaube ich gar nicht, dass die jungen Leute heute so viel dümmer sind als früher. Also ich erinnere nur daran, dass Lichtenberg in seinen Sudelbüchern, das war 18. Jahrhundert, geschrieben hat, wenn er über Mathematik zu dozieren beginnt, dann entschlummern sanft nach 10 Minuten die Hälfte seiner Hörer. Also das Problem ist nicht neu und ich glaube nicht, dass die heutige Generation in irgendeiner Weise dümmer war, als wir es waren oder unsere Eltern es waren. Ich weiß aber, dass meine Lehrer schon über uns, als wir Schüler waren, hergezogen sind und meinten, wir könnten nicht mehr alle das, was sie damals konnten. Ich glaube, das ist Geschwätz. Das darf man nicht so ernst nehmen. Vielleicht zu den 360 Berufen. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen, wo bekommt man dann jetzt raus, wie diese 360 Berufe eigentlich aussehen und wie kann man dann da zu einer Entscheidungsfindung kommen? Ich denke, dass natürlich das Elternhaus eine große Rolle spielt. Es gibt aber auch die Möglichkeiten im Netz, sich natürlich zu informieren über diesen Beruf. Ich glaube nicht, dass die jungen Leute sich hinstellen oder hinsetzen und sagen, ich würde jetzt gerne, ja, was würde ich denn jetzt gerne mal werden? Sondern dass man guckt in der Region, was gibt es denn für Unternehmen, wo würde ich denn gerne arbeiten, was bieten die denn an? Und das ist es auch, was Unternehmen inzwischen machen, dass sie sagen, wir haben hier ein attraktives Angebot, wir haben auch einen neuen Beruf, den müssen wir jetzt hier mal gut verkaufen, weil wir möchten Auszubildende haben für diesen Beruf. Und die gehen in die Schulen und die reden dort. Und Möglichkeiten bestehen auch bei der Bundesagentur für Arbeit, sich zu informieren oder informieren zu lassen. Also diese Informationsmöglichkeiten gibt es schon, es gibt viele. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, man kann das noch sehr verstärken und dass man eine Berufsorientierung in den Schulen ganz obligatorisch einführt und verschiedene Berufe vorstellt, kaufmännisch oder gewerblich-technisch. Das ist ja schon mal eine Entscheidung. Na, wo möchte ich denn eigentlich hin? Möchte ich mehr so was im Büro machen oder möchte ich vielleicht doch mit den Händen arbeiten? Das sind ja Entscheidungen, die man schon sehr früh trifft. Und da dann auch eine Entscheidungshilfe zu geben und zu sagen, aber wir haben hier eine breite Angebotspalette und in der Region haben wir das, das und das nochmal im Angebot,
Das, denke ich, kann man noch sehr verstärken. Aber die Möglichkeiten, sich zu informieren über diese 360 Berufe, die gibt es schon. Ich hatte die Einlassung allerdings auch so verstanden, Information ist das eine, aber dann auch der Abgleich mit dem eigenen Kompetenzprofil. Ja, das macht die BA, ja. Das ist, ja, kann, sollte sie tun. Aber ich glaube, auch da kann man noch nachrüsten. Also wir haben das Thema Profile AC mittlerweile, dass man sehr frühzeitig auch in den Mittelstufen eben tatsächlich auch individuelle Kompetenzerfassung macht, die übrigens jetzt nicht nur die Grundlage dann für Berufsorientierung sein soll, sondern generell die viel beschworene individuelle Förderung benötigt ja zunächst mal ein klares Bild darüber, welche Stärken und Schwächen hat denn diese Schülerin oder dieser Schüler. Sonst kann ich gar keine individuelle Förderung betreiben. Aber sie kann natürlich dann auch genutzt werden, eben für die Berufsorientierung, also wirklich zu schauen. Deswegen sozusagen die vielfältigen Informationsmöglichkeiten, die ich auch sehe, dann aber auch, wie man so schön neuschwäbisch sagt, zu matchen mit dem eigenen Kompetenzprofil. Weil es geht ja dann darum, nicht nur Wünsche zu formulieren, sondern sagen realistische Wünsche. Also was kommt meinen Stärken denn tatsächlich am besten nahe? Und wir haben, glaube ich, zu lange übersehen, dass es kaum eine wichtigere Entscheidung für einen jungen Menschen gibt, als die für einen Beruf. Also eine prägendere Entscheidung, ja, die ja das weitere Leben wirklich nachhaltig bestimmt. Das haben wir, glaube ich, zu lange so ein Stück weit auf die leichte Schulter genommen. Ansonsten, ich teile die Einschätzung, ich glaube nicht, dass wir es mit dümmeren Schülern zu tun haben. In bestimmten Bereichen verschieben sich Kompetenzprofile. Also wenn ich mir anschaue, wie die heute alle sagen im Bereich neue Medien, Computertechnologie etc. Sprachen. Und unterwegs sind, Sprachen durch internationale Möglichkeiten, da sehen wir alle im wahrsten Sinne des Wortes relativ alt aus. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, diese Themen Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit ist auch nachweisbar ein Problem, wo man sich ein Stück weit Gedanken machen muss, was aber offensichtlich auch eben der Tatsache geschuldet ist, dass man heute sehr schnell dann auch Medien wechselt, auch anders lernt. Es geht ein Stück weit auch auf Kosten sozusagen dieses Durchhaltevermögens. Das hat aber nichts mit schlechter oder besser zu tun, sondern Kompetenzprofile haben sich da ein Stück weit verändert. Es sind deutliche Stärken dazu gekommen. In dem Bereich würde ich sagen wir, eine tendenzielle Schwäche in der Entwicklung, kann man auch nicht verallgemeinern, aber im Durchschnitt feststellen. Auch darauf muss man dann ein Stück weit wiederum im Bildungssystem auch reagieren. Ja, mir ist ein Bedürfnis, zwei Dinge noch anzusprechen. Wir sprechen heute nicht mehr von Berufslaufbahnen, sondern wir laden Jugendliche von der Schule aus eine Karriere zu machen, durchgängig. Wir reden nur noch von Karriere und nicht von Berufslaufbahn. Das halte ich für grundsätzlich falsch, weil das Leben bietet nicht nur Karrieren an, sondern ganz, ganz viele Berufslaufbahnen. Und da möchte ich gerne auf das Stichwort kommen, das macht die BA. Ich denke mal, eine Entscheidung für einen Beruf ist keine Momentgeschichte. Das ist so ein Interesse, was man weckt und ein Interesse für einen Jugendlichen, in einem Berufsfeld sich mal zu orientieren. Also ich denke, Berufslaufbahnen entwickeln sich im Verlauf der Zeit. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, natürlich vom Elternhaus, von der Umgebung, dem Freundeskreis, aber auch von den Situationen in den Betrieben, die dort angeboten werden. Und da fällt mir jetzt gerade im Moment so die Firma Bizerba ein in Balingen, die ihre Jugendlichen bereits versucht, im Kindergarten zu gewinnen. Die stellen pro Jahr, glaube ich, 70 Personen ein und die haben 140 Bewerbungen. Jetzt in dieser Zeit, wo es zu wenig Jugendliche vielleicht gibt. Das hat doch was damit zu tun, dass eine Firma versucht, sich in die Köpfe und in die Herzen der Jugendlichen zu bringen und auch vielleicht der Familien. Und dann fällt die Entscheidung möglicherweise in diese Richtung. Ob das dann die richtige ist, das muss sich im Laufe der Zeit zeigen. Darauf? Vielleicht noch einen von mir persönlich zu Mathe. Ich stehe für Niedersachsen und da ist ja wieder die Länderhoheit jetzt. Wir hatten damals, sagen wir mal vor 10 Jahren, das Fach mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen. Das heißt, wir haben versucht, die Mathematik beizubringen am Beispiel.
So, dann kam irgendwann eine schlaue Reform und die hat gesagt, Moment mal, ihr müsst ja, ihr seid ja alle studierfähig hinterher, ihr müsst ja vergleichbar sein mit Fachoberschule und so weiter und so weiter. Was ist dann passiert? Das Fach nannte sich Mathematik nur noch. Und Naturwissenschaften war ein neues Fach geworden. Das heißt, es wurde genau das, was wir immer angestrebt haben, am Beispiel, was Sie eben meinten, die Mathematik beizubringen, damit sie haften bleibt und was Sie ja auch sind, wurde wieder aufgehoben. Wir scheren uns nicht drum, darf ich zwar nicht öffentlich sagen, aber es ist so, weil wir sagen, was ein Schwachsinn, gelinde gesagt. Die vergessen ja alles wieder, wenn es nicht direkt dran gekoppelt ist im Endeffekt. Und das stelle ich vielleicht auch wieder fest. Wir machen auch so manches kleine Experiment in Deutschland, was vielleicht auch nicht unbedingt sein muss, wo man im gesunden Menschenverstand sagt, nun ja, was soll das eigentlich so ungefähr? Ne? Gut, und ich will kurz überleiten. Wir hatten in Niedersachsen haben wir eine Schulinspektion, haben die meisten Bundesländer ja. Wir hatten gerade den zweiten Besuch, auch ganz erfolgreich im Endeffekt. Und da ist uns auf die Fahne geschrieben worden von der Inspektion, einerseits klar Förderung der Problemschüler, aber interessanterweise auch Förderung der Schwachen, der Starken. Das wurde uns gerade in der Technikerschule angekreidet. Ihr tut jetzt mittlerweile einiges an Förderkursen für die und für jene. Aber die wirklich Guten, die lasst da nicht versauern, so ungefähr. So, und da, glaube ich, haben wir auch so ein Problem. Das heißt, wir gucken jetzt immer nur, eben kam ja Stichwort Migrationshintergrund und sonst irgendwas. Andererseits aber auch, wie können wir ja, beide fördern, um es mal so auszudrücken, oder auch die Guten nicht vergessen. Ich weiß nicht, wer will vielleicht darauf eingehen oder ist ein etwas abstrakter Ansatz jetzt, den ich vertrete. Aber Ich könnte anfangen. Also wir haben gegenwärtig einen Beruf neu gestaltet. Wir haben aus 3 Büroberufen einen gemacht. Kaufleute für Büromanagement heißt der. Wird in allen Büros dieser Republik angeboten oder kann angeboten werden. Und wir haben gesagt, wir möchten natürlich auch für die, die gut sind, ein bisschen was dazu gestalten. Also wir haben 10 Wahlqualifikationen, sodass das wirklich gut auswählbar ist für die Unternehmen. Sie sagen können, diese Wahlqualifikationen passen zu uns, wir können den Beruf gut ausbilden. Und wir haben die Möglichkeit, also 2 müssen absolviert werden, 5 Monate. Und wir haben die Möglichkeit gesagt, also die, die richtig gut sind, die können auch noch eine 3. Wahlqualifikation absolvieren. Und zwar während der Ausbildung. Dann sind sie auf 3 Gebieten nochmal ein bisschen mehr spezialisiert, sind nochmal breiter aufgestellt. Das sind so Möglichkeiten, die man machen kann mit Zusatzqualifikationen schon während der Ausbildung. Und ich denke, das ist auch ein Weg, der gangbar ist und der auch Ausbildung, Erstausbildung interessant macht, wenn man sagt, die gut sind, können noch ein bisschen mehr. Nicht nur die, die schlecht sind oder die nicht richtig mitkommen müssen, gefördert werden, unterstützt werden, sondern für die Guten muss man ein Angebot machen. Und das Angebot heißt in den allermeisten Fällen bisher Verkürzung der Ausbildungszeit, sodass man da schon in 2, 2,5 oder 2 Jahren durch ist durch die Ausbildung, seinen Facharbeiter an der Hand hat. Aber zu sagen, lasst uns doch noch Fördermaßnahmen mit auf anbieten. Das Berufsbildungsgesetz gibt es ja her und sagt ja, es ist möglich, Zusatzqualifikationen zu absolvieren, schon während der Ausbildung, schon ein bisschen vielleicht vorbereitend auf einen weiteren Weg, den man gehen möchte. Das ist, denke ich, so ein Instrument, das man nutzen könnte. Mhm. Gut. Also was uns zunehmend auffällt, es gab in Baden-Württemberg irgendwann die Reform, da hat man die Leistungskurse abgeschafft in der Kursstufe, Oberstufe des Gymnasiums. Mit dem hehren Ziel, also die zukünftigen Abiturienten sollen von den harten Fächern möglichst viel alle mitnehmen, damit das Abitur einen hohen Wert hat. Das ist ja ein guter Kerngedanke, aber im Bereich der Mathematik scheint der Schuss insoweit nach hinten losgegangen zu sein. Genau dieser Effekt jetzt eingetreten ist, dass man für die Starken im Bereich Mathematik jetzt, um dieses Beispiel zu halten, kein echtes Angebot entwickeln kann, wo es auch höher hinausgeht. Gleichzeitig läuft man latent Gefahr, diejenigen, die Mathematik jetzt nicht unbedingt so als ihr Lieblingsfach identifizieren, eigentlich zu überfordern. So. Deswegen mehren sich da eigentlich die Erkenntnisse und auch die Stimmen zu sagen, wir müssen speziell im Bereich Mathematik, Kursstufe, stärker differenzieren. Für diejenigen, die später beispielsweise in Darmstadt oder Karlsruhe oder wo auch immer einen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang ansteuern, da brauchen wir eigentlich forderndere Angebote schon in der Kursstufe, die sagen auch ein höheres Niveau abbilden können. Und für diejenigen, bei denen schon auch relativ früh klar ist, also Ingenieurwissenschaften werden es nicht werden, sondern möglicherweise eine
ein anderer Studiengang, wo die Mathematik jetzt nicht so diese hohe Bedeutung oder eher eine geringe Bedeutung hat, tut es dann, sag ich mal, eine solide mathematische Ausbildung, so dass man sagen kann, jawohl, das ist jetzt hier ein Abiturient, aber dann ist auch gut und der muss jetzt nicht die Integrale da kreisen lassen. Ne? Ich glaube, da haben wir teilweise über das Ziel hinausgeschossen und müssen genau in dem Sinne auch überlegen, gerade mit Blick auf die Mathematik, wie wir eben auch für die Starken wieder Angebote machen können und gleichzeitig eben verhindern, dass wir diejenigen, die im Bereich Mathematik nicht so unterwegs sind, dass wir die nicht latent die ganze Zeit eigentlich überfordern. Mhm. Genau, vielleicht Politik erst. Ja. So vielfältig wie die berufliche Bildung ist, so vielfältig diskutieren wir jetzt ja auch mal hier, mal da. Ich will deshalb eine Botschaft aus der Bundespolitik setzen, dass das ja wohl ein 10-Jahres-Prozess gewesen ist, aber angekommen ist, dass die Verbesserung der Lehre an den Hochschulen etwas ist, was in Deutschland auch breit unterstützt werden muss. Da kann man auch an die Vorgängerregierung ein Kompliment geben, weil die tatsächlich ja über ein 10-Jahres-Programm die Hochschulen an der Stelle richtig ertüchtigen will, modellhaft. Und es ist jetzt dazu gekommen, dass wir auch speziell einen Akzent setzen wollen in der Verbesserung der Lehrerausbildung. Was mich hier noch interessieren würde, ist, weil das unter Umständen ein Akzent sein kann, wie gut sind wir eigentlich noch in der berufspädagogischen Ausbildung, was Lehrstühle an den Hochschulen angeht, was Institute angeht, was Notwendigkeiten auch angeht, Berufsschule auch als besondere Ausbildung in der Lehrerausbildung wahrzunehmen und zu qualifizieren. Vielleicht können Sie da eine Rückmeldung aus Ihrem Diskussionszusammenhang geben. Das Zweite, ich finde das sehr richtig, wenn Sie das eben ansprachen, in der Differenzierung von den eher Ausbildungsschwachen und den Ausbildungsstärkeren, aber das sind ja genau die ganz praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, sofern die Ressource dahinter steht, in die man gehen müsste. Ich bleibe aber dabei auch immer an dem Ansatz festhalten, Berufsfamilien, die Spezialisierung wieder zurückzuführen auf Kernausbildung, weil das dann gleichzeitig einschließt auch eine Weiterbildungsagenda im Berufsfeld selber. Wenn Sie das jetzt ansprachen mit der Mathematik, ich versuche mich nochmal in die eigene Bildungsentwicklung hineinzudenken und ich glaube, wenn man dort eine Schullaufbahn auf einem Gymnasium oder vielleicht später auch auf einer Gesamtschule, einer Gemeinschaftsschule gemacht hat, dann ist man zu Beginn der Oberstufe noch nicht dabei, sich ganz klar auf ein Studium hin zu fixieren. Sondern eigentlich muss dort das Interesse an auch Themenfeldern geweckt werden. Ich fand das sehr sympathisch, wenn Sie ansprachen. Wo entsteht Interesse, wo entsteht Begeisterung für einen Gegenstand? Und eigentlich erst nach der Begeisterung für einen Gegenstand die Suche, wie kann ich diese Begeisterung dann auch in ein Berufsfeld umsetzen? Wenn wir dieses an den Schulen, in den Oberstufen, egal welcher Schulart, wieder stärker stützen könnten, die Begeisterung für den Gegenstand, dann bleibe ich dabei, dass dann die Bachelor-Master-Struktur, die berufliche Ausbildung viele Möglichkeiten bietet. Und wir sicherlich noch nachholen müssen, dass wir bisher Berufsorientierung immer stärker auf die Schwachen hin ausgerichtet hatten, aber sie eigentlich genauso auch in alle Gymnasien mit hineingehört, aber immer in einem breiten Feld von Berufsinteressensorientierung eigentlich. Mir würde das zu früh sein, dort schon die 9., 10. Jahrgänge an den Gymnasien, an den Gemeinschaftsgesamtschulen auf bestimmte Berufe hin zu orientieren. Das ist doch selbst beim Studium noch so. Das ist auch im Studium am Anfang ein Interesse für einen Gegenstand geben muss. Und daraus erst die Frage erwächst, wie münde ich ein in bestimmte Berufe? Oder nehme ich Ausbildung, nehme ich Berufsorientierung dort nicht mehr modern genug wahr? Herr Hampel, Sie sprachen gerade die Ausbildung von Berufsschul- oder Gewerbelehrern an. Da haben wir in Deutschland dank des Föderalismus ein richtiges Problem. Denn die ist zustimmen, ne? So divers wie sonst nirgends. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir immer die richtigen Personen attrahieren, ein solches Studium aufzunehmen. Wir setzen die Entscheidung, Gewerbelehrer zu werden, zu Beginn eines Studiums.
Und das halte ich für viel zu früh. Ich würde mir wünschen, dass wir zunächst einen Ingenieur als Bachelor ausbilden und er dann die Entscheidung trifft, ich möchte Berufsschullehrer werden, aber nicht vorher. Ich glaube, hier ist etwas Grundsätzliches schiefgelaufen, die, also zumindest bei uns an der TU Darmstadt ist es so, dass Ingenieurstudierende und Studierende auf Lehramt sich nicht auf gleicher Augenhöhe betrachten. Das finde ich verkehrt. Ich finde, die müssten auf gleicher Augenhöhe sein. Und ich glaube, wir attrahieren die verkehrten Leute in diesen sehr wichtigen Beruf hinein. Wir verschließen beispielsweise für geeignete Ingenieure, die das sehr wohl machen könnten, verschließen wir diesen Weg, Gewerbelehrer zu werden. Das ist nicht richtig. Da müsste grundsätzlich etwas geändert werden. Genau. Ja, wir haben ja in Baden-Württemberg diesen Weg mal probiert, indem wir das PHFA-Modell gemacht haben. Und da sind derzeit in Baden-Württemberg rund 100, sage ich mal, Studierende. Davon gehen etwa 15% letztlich in die beruflichen Schulen. Der Rest landet in der Wirtschaft. Da kann man sich mal Gedanken machen, warum das so ist. Das hat vielleicht was mit der Bezahlung zu tun oder auch mit der, vielleicht mit der fehlenden Vorstellung, welch erfüllender Beruf Lehrer an einer beruflichen Schule sein kann. Vielleicht vermitteln wir das nicht genügend unseren Jugendlichen. Ich kann von den Studierenden, wenn ich das so höre, eher ein bisschen nachvollziehen, dass die Schwierigkeiten haben mit der Vielfalt der Lehrlinge an beruflichen Schulen zurechtzukommen. Überhaupt das ganze Umfeld Schule ist nicht so ihrs. Also dieses Modell scheint mir nicht so gut gelungen, wie wir es uns versprochen haben. Ohnehin liegt die Gewerbelehrerausbildung bei uns in Baden-Württemberg nahezu am Boden. Ja, das ist generell in Deutschland der Fall. Ja, hätten wir nicht bei uns diese Sonderregelung, dass wir Seiteneinsteiger, Quereinsteiger, also Direkteinsteiger einstellen, genau, die aus der Wirtschaft kommen, hätten wir schon eine ganze Weile deutlich größeren Mangel, als wir ihn jetzt derzeit haben. Wir haben hier noch einen Punkt aus dem Publikum. Immer noch Schmidt, immer noch Hochschule Aalen, die Baden-Württemberger halten die Fahne hoch. Ich kann da mitreden, weil vor 10 Jahren haben wir in Aalen zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, 20 Kilometer von uns weg, einen der ersten von damals 3 Modellstudiengängen gegründet. Sie haben recht, was heute die Übergangsquote angeht. Die Master gehen halt nur zu 15-20% in den Schuldienst. Ich halte das aber trotzdem für aus unserer Sicht keine große Katastrophe, weil, Herr Hampe, da ist unsere Erfahrung tatsächlich eine bessere, als Sie sie vorhin skizziert haben. Das ist ein Bachelor-Master-Studiengang. Nach dem ersten Semester müssen die Kandidatinnen und Kandidaten an die Schule und müssen 14 Tage hospitieren. Dann gibt es nochmal ein 4-wöchiges Praktikum und dann anschließend zwischen Bachelor und Master ebenfalls nochmal 4 oder 6 Wochen. Wir haben nach den Schuleinsätzen durchaus die Ernüchterung, dass die jungen Leute sagen, okay, ich habe mir das angeschaut, das ist nichts für mich. Wo ist der Ausstieg? Ich studiere halt normal auf Ingenieur weiter. Und die Leute sind mir, Entschuldigung, ein Stück weit lieber als diejenigen, die erst ganz zum Schluss merken, dass sie als Einzelner die Lehrerschwemme sind und einem Pillenknick von 100 rabiaten Schülern gegenüber sitzen. Also von daher, glaube ich, funktioniert das Modell für die einzelnen Studierenden durchaus. Ob die Zahl so groß ist, wie das Kultusministerium sich damals versprochen hat, sei dahingestellt. Vielleicht aus meiner eigenen Sicht. Ich bin so ein Spätberufener, habe erst Maschinenbau studiert, habe mir während des Studiums so ein bisschen Geld verdient, indem ich Weiterbildung von Umschülern bis, was weiß ich, alkoholsüchtig, also alles Mögliche, bis hinter Meisterkurse gemacht habe. Bin dann in die Industrie gegangen und nach 5 Jahren habe weiter Meisterkurse gemacht, habe ich meine Liebe hauptberuflich zum Lehrersein bekommen. Bin über ein Seiteneinsteigermodell reingegangen, das heißt 18 Stunden Unterricht und Schmalspurpädagogik, um es mal ganz knallhart auszudrücken.
Wenn ich jetzt heute ein Studium, also nehme als Lehramt, da muss ich erst den Bachelor machen, komme mit 0 Schülern in Berührung. Zumindest ganz spät kommen sie bei uns in Niedersachsen in Berührung. Ne? Dann müssen sie auch, jetzt kommt die Qual, sie müssen mindestens mit 2,5 und besser bestehen, weil sonst werden sie zum Masterstudium erst gar nicht zugelassen. Das heißt, wer jetzt anfängt und kriegt die erste Hürde nicht, der hat ein Studium gemacht, der steht ganz doof da. Mit dem kann er überhaupt nichts anfangen. Das schreckt schon mal so ein Grundlevel weg. Ja, und dann geht es weiter hinterher, dann macht er seinen Master und dann stellt er irgendwann fest, Mensch, das, was man momentan in der Industrie verdienen kann, ja, Donnerlittchen. Schwupp ist die Hälfte wieder weg von den Ganzen. Und danach kommt er dann in die Schule und wir haben 1 oder 2 Leuten schon bescheinigt, nach zig Jahren, ja, weiß, der Lehrer ist vielleicht doch nicht so das Wahre im Umgang mit Menschen, für dich. Der Mann oder die Frau ist dann natürlich dann frustriert hoch 2. Das heißt, da sollte sich doch erstmal was ändern. Habe ich überhaupt die Lehrbefähigung? Also kann ich mit den Leuten umgehen? Kann ich denen was vermitteln und so weiter? Wir zäumen erst die fachliche Seite auf und hinterher kommt der Rest. Ich hatte damit ja nie Probleme, weil ich es immer als Schnupperkurs ja schon zwischendurch gemacht hatte. Und ich finde, da könnte man, jetzt ist aber, das ist natürlich der ganz hehre Wurf, wenn man das weiternimmt, betrifft das die gesamte Lehrerausbildung. Ja. Wenn ich mir Abitur, warum, ketzerische Behauptung von mir, ich komme aus dem Gymnasium, klassischer Weg, ich studiere und gehe dann hinter als Lehrer ans Gymnasium. Dann weiß ich ja ganz genau, das habe ich bis jetzt ja immer schon gesehen, was mich da erwartet, wo es lang geht dementsprechend. Sondern auf einmal kommen Schüler und ich stelle fest, mit dem muss ich ja irgendwie umgehen. So, und ist da, hier wäre jetzt meine Frage an die Politik, kann man da nicht irgendwie umsteuern? Ist natürlich schwierig, Länderhoheit, ich weiß das Ganze und so weiter. Aber macht es denn nicht eher Sinn, die an die Schüler ranzulassen, damit sie hinterher selber sehen, ne? Hochschulprofessoren, sie wissen es genauso, der eine ist etwas mehr befähigt, das beide rüberzubringen, der andere ist besser in der Lehre aufgehoben, ich sage es einfach mal so, oder wie auch immer. Warum müssen wir immer von so dieses Sture machen, wie wir es momentan machen? Oder, ich sehe da einen Finger. Ich kann kurz zwischendurch sagen, als Bundespolitiker kann ich da nicht für 16 Länder... Ist klar, das wäre mir Ihre Meinung jetzt, ne? Geht nicht. Was dieses Bundesprogramm Gute Lehrerausbildung angeht, hat es genau neben Perspektivaufgaben wie Inklusion und anderem diesen Ansatz, stärker die Orientierung auf den Lehrerberuf in der Lehrerausbildung selbst dichter zu machen, hat den Ansatz, die pädagogischen Konzepte auch erfahrbarer, praxisnäher auszurichten. Und ich werbe nur dafür, und deshalb hatte ich hier den Anstoß geben wollen, dass dort die Berufsbildung nicht außen vor bleibt, weil natürlich die Lobby der Gymnasien und die Lobby auch der Grundschulen, die Lobby des allgemeinbildenden Schulwesens so stark ist. Und bisher ist meine Wahrnehmung, wird es auch von den 16 Bundesministerien nicht so ernst genommen, was sich im berufsbildenden Bereich faktisch auch an Problemlagen aufbaut. Weshalb ich das hier mal streuen wollte als kleinen Anstoß, dass Sie dort selber auch über Ihren Verband mehr nachfragen, auch über die Kultusministerkonferenz mal nachfragen, was die sich eigentlich an Ideen einfallen lassen. Ich glaube sonst, dass in Bezug auf Ihren Vorschlag dort eine Mischung dazukommen muss, nämlich es muss dann schon auch eine frühe Orientierungsmöglichkeit sein, ob ich tatsächlich mit jungen Menschen, egal auf welchem Niveau, Lust verspüre zu arbeiten und denen etwas in einem bestimmten Interessensberufsfeld beizubringen. Wenn das erst zu spät einsetzt, ist das verschenkte Studienzeit. Ja, mein Name ist Helms, ich komme aus Thüringen, also ich bin selber Berufsschullehrer und denke, dass wir hier einen leicht falschen Ansatzpunkt haben. Also zum einen stimme ich Herrn Baumer zu, wenn ich was die Bezahlung von Lehrern betrifft, dieses Regularium nicht nutze, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht die besten Leute dort habe. Das Zweite, dass wir vielleicht eine falsche Vorstellung von dem haben, was uns erwartet, wenn ich als Lehrer heutzutage vor einer Klasse, in einer berufsbildenden Schule stehe. Ich denke, wir sind alle hier aus einer Generation, die davon ausgeht, dass wenn man mit seinem Fachwissen glänzt, man die 30 Leute, die vor einem sitzen, erreicht. Diese Zeiten sind lange vorbei. Wir fordern auf der einen Seite diesen Inklusionsgedanken,
und müssen uns langsam daran gewöhnen, dass wir 30 Leute vor uns sitzen haben, die so unterschiedlich sind, dass sie ein Einzelner gar nicht mehr erreichen kann. Und deswegen muss man vielleicht darüber nachdenken, dass man Dinge trennt, dass man die reine fachliche Vermittlung von Wissen von anderen Dingen trennt und dass man das nicht mehr in einer Hand hält. Denn es ist heutzutage eigentlich nicht mehr möglich, als Berufsschullehrer 30 Leute, die vor einem sitzen, zu erreichen. Das ist unserem Bildungssystem geschuldet. Und da ist eine zweite Forderung, die ich in dem Zusammenhang ganz gern mit erwähnen würde. Wir sollten uns vielleicht auch wieder daran gewöhnen, dass man jungen Leuten erklärt, dass Leistung erbracht werden muss. Und wenn ich Schülern beim Eintritt ans Gymnasium oder beim Eintritt in die Gesamtschule oder wo auch immer schon auf Deutsch gesagt die Hoffnung mache, dass sie auch mit einem Abschluss rausgehen, dann ist doch in diesem System etwas falsch. Wenn ich einen Ausbildungsvertrag unterschreibe, dann möchte ich diesen Beruf lernen. Ob ich diesen Beruf nach 2 oder 3 Jahren auch manifestiert bekomme, hängt von der Prüfung ab und nicht, dass ich überhaupt diese Lehre aufgenommen habe. Und das ist ein Unterschied, der aus meiner Sicht vielen jungen Leuten heute abgeht. Man ist der Ansicht, wenn man den Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, dann hat der Betrieb oder die Schule die Verpflichtung, mich auch dahin zu bringen, dass ich diesen Berufsabschluss bekomme. Dass man selber dafür etwas tun muss, ist irgendwo abhanden gekommen. Mhm. Gut. Mir fällt jetzt als Stichwort zum Beispiel dazu ein ganz, oder wollen Sie was dazu sagen? Also ich behaupte mal sarkastisch von der Berufsschule, wir haben manche Klassen, da sind wir entweder froh, dass die Bänke ganz sind. Ne? Es ist ja viel an Beispielen aus Baden-Württemberg hier am Tisch oder in der Runde. Ich bringe doch mal ein Beispiel aus Bielefeld. Wir haben 2002 bereits umgestellt, die Lehrerbildung auf die Bachelor-Master-Struktur. Das war damals eine Ausschreibung des Wissenschaftsministeriums. Bochum-Bielefeld haben die gewonnen mit interessanten Modellen, wie wir sagen, mit einem polyvalenten Bachelor, der also bis zum Ende offen gelassen hat, ob die Studierenden in die Schule gehen wollen, das heißt in den Master of Education oder nicht. Das war mit allen Fakultäten klargezogen, auch mit den Naturwissenschaften. Wir haben dafür auch einen kleinen Preis gekriegt vom Stifterverband. Leider etwas zu spät ist uns eine Idee gekommen, wie wir vielleicht noch dieses Problem, was jetzt hier ständig beschrieben wird, wie können diejenigen, die an oder anscheinend oder meinen, sie seien geborene Lehrer oder Lehrerinnen, wie sie sich testen können. Und uns ist da eine Idee eingefallen. Wir haben das zuerst Assistant Teacher genannt, dann hat die GEW gesagt, nee, das klingt so nach Hilfslehrer, das wollen wir nicht. Dann haben wir das Trainee Teacher genannt. Und die Idee war, dass diejenigen, die einen Bachelorabschluss haben und meinen, sie wollten anschließend den Master of Education studieren, dass sie, bevor sie das tun, ein Jahr in die Schulen gehen müssen. Und zwar nicht als Referendare, die unterrichten müssen, sondern wirklich als pädagogische Beobachter, die also die Schule als pädagogische Einrichtung beobachten sollten, vielleicht auch mit 1, 2 Schülern mal pädagogisch arbeiten und so weiter. Das sollte natürlich begleitet werden durch die Universität und am Ende erst sollten sie sich entscheiden, ob sie wirklich sich geeignet fühlen dafür, dann in den Master of Education gehen oder woanders hin. Sie hätten nichts verloren, sie hätten Erfahrung gewonnen, aber sie hätten kein Studium verloren, wie das in der Datenstruktur immer der Fall gewesen ist. Das ist aber am Schulministerium gescheitert in Düsseldorf. Alle fanden die Idee prima, auch die Schulen, wir haben das mit Schulen, mit vielen Schulen, alle Schulformen durchgehechelt, alle fanden das klasse, aber von Düsseldorf kriegt man die Frage, ja, was haben die denn für einen Status, müssen wir die bezahlen und so weiter. Das war dann in den Händen der Bürokratie, es ist abgelehnt worden. Leider. Vielleicht haben Sie in Baden-Württemberg, Sie scheinen da improvisationsfreudiger zu sein, vielleicht haben Sie da nochmal die Chance. Gut, vielleicht dazu. Ich nehme gerne, weil ja auch immer Response in so eine Diskussion reingehört, den Beitrag des Thüringer Kollegen so auf, ja, Sie haben sicherlich recht, dass dort eine Verschiedenheit in Schulen mittlerweile da ist, die auch andere Instrumente mit erfordert, in den allgemeinbildenden Schulen
hat sich das ja schon umgesetzt, dass es dort die Schulsozialarbeiter gibt, dass es dort assistierende Kräfte gibt, dass es dort Spezialisierung in Bezug auf auch Fachlichkeit von Sprachheilpädagogen und so weiter und so fort gibt. Was die Schulsozialarbeit angeht, macht die eigentlich vor den berufsbildenden Schulen nicht Halt, sondern gibt es auch dort ein wachsendes Beratungssystem, gerade weil ja anders als früher ein großer Teil auch über eine Qualifizierung in der beruflichen Bildung gewonnen werden soll, dass sie dann eben nicht auf dem ungelernten Status stehen bleiben, sondern dass sie auch in eine Ausbildung schrittweise mit hineinwachsen. Was die andere Frage von Ihnen betrifft, ob man dort die reine Fachlichkeit und das andere ist das Pädagogische so trennen kann, glaube ich nicht, weil das Prinzip des Lehrens und des Lernens ist ja, egal an welcher Phase in der Bildungsbiografie, dass es dort eine Einheit von Lehre und Pädagogik, von Gegenstand und Pädagogik eigentlich geben muss. Ich kann es mir auch praktisch gar nicht vorstellen, wie sollte da ein Unterricht aussehen, wenn das eine derjenige ist, der in Anführungsstrichen die Gegenstände vermittelt und der andere das Erwerben, das Aneignen, die Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen, das geht nicht. Deshalb würde ich Sie immer darin unterstützen, dass wir mehr assistierende, mehr differenzierende Personennahestruktur auch in den Schulen bekommen, aber es muss noch das seit Jahrtausenden gepflegte Bild des Lehrers, der über den Gegenstand als Person in Lehre ihn vermittelt, mitgeben. Das war jetzt ein bisschen sehr abstrakt, aber jeder Praktiker sieht es auch so, dass er, wenn er Lehrer ist, über den Gegenstand und dessen Fachlichkeit, die er beherrscht, auch mit vermittelt. Und sonst, was Leistung betrifft, ja, ist es tatsächlich so, dass dort eine Leistungsferne da ist. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis. So, es ist eine Wahrnehmung, die wir dann in den schulpolitischen Diskussionen immer haben, ab wann man eigentlich welche Zuschreibung mitmachen kann. Da sagt eben uns vieles in der Bildungsforschung, das kann man noch gar nicht mit 10 Jahren so machen. Und andere sagen, das kann man eigentlich nie so machen. Aber das heißt ja nicht, dass es darüber eine Garantie auf einen Abschluss gibt. So, es gibt die Zugänglichkeit in den Weg hin zu einem Abschluss. Und dann die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird was wie entschieden, das ist, glaube ich, die immer noch nicht ausgestandene bildungspolitische Diskussion. Sonst ist Leistung etwas Wunderbares. Wir wollen es ja auch möglichst vielen ermöglichen, dass sie sich an Leistung erfreuen können und dafür anstrengen würden. Herr Bormer? Ja, ich würde Ihnen gerne noch ein Beispiel geben aus der Praxis. Ich bin im 35. Jahr Berufsschullehrer und habe ganz zu Beginn, als ich gestartet bin, natürlich meine Fachlichkeit mitgebracht in diese Schulart und habe gedacht, diese Fachlichkeit wird in Zukunft meine Welt sein. Ich konnte in der Mitte etwa nach 16 Jahren einen einjährigen Lehrgang machen für lern- und leistungsbehinderte Schüler. Ich denke mal, der hat mich bis hierhin gebracht, wo ich jetzt bin. Hätte ich den nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich so gut diese Schule überstanden hätte, genau aus diesen Gründen, die der Thilo genannt hat. Das, also dieses Dasein eines Berufsschullehrers geht ja konform mit einer Veränderung dieser Berufswelt in allen Bereichen, vielleicht in Elektrotechnik ein bisschen intensiver als in anderen Bereichen, aber dann muss man mitgehen und dann kommt diese andere Herausforderung der sonderpädagogischen Gesichtspunkte, die ja ein Techniker, ein Meister, ein Ingenieur nun wirklich selten auf dem Kasten hat. Deswegen ist diese Kombination, finde ich, extrem wichtig, was wir daraus lernen können. Ich muss solchen Lehrkräften auch eine Möglichkeit anzubieten, sich da fortzubilden, wo sie das braucht. Und da, denke ich, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen in unterschiedlichen Bundesländern. Weiß ich nicht, ob wir jetzt in Baden-Württemberg da so gut aufgestellt sind, aber es ist eine absolute Notwendigkeit. Auch von dem Selbstbewusstsein her der Lehrkraft, eben nicht diesen Berufsschuldienst 30 Jahre auf dem Stand machen zu können, auf dem er einsteigt, sondern es ist eine dringende Notwendigkeit, sich auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Gut. Wie Sie gerade, wir nähern uns auch so langsam am Ende, wenn ich das richtig sehe. Ich will nicht noch 2-3 Minuten. Gibt es genau. Noch? Deswegen gibt's hat noch jemand Fragen noch zum Thema? Eine spezielle Frage? Oder sonst würde ich nochmal. Da drüben noch. Ja, ich hatte vorhin schon die Frage gestellt, also und mich nicht vorgestellt. Also mein Name ist Giese, ich bin Techniker in Ausbildung in der TH Nord in Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund. Und ich komme vom Bund, ich bin ehemaliger Marinesoldat
Und da habe ich das schon gelernt und bemerkt, dass mir das Unterrichten viel Spaß macht. So, das Problem an der Sache ist, jetzt mache ich den Techniker, weil ich das beruflich machen möchte und weil es mir Spaß macht. Jetzt kann ich das aber beides nicht verbinden, habe ich das Gefühl. Ich höre immer die ganze Zeit nur, ja, Vollzeitstudium und ja, Bachelor und Master und alles hinterher und danach sieben wir die aus. Was ist jetzt mit mir? Ich bin jetzt, möchte jetzt am liebsten Quereinsteiger machen. Kann ich das? Wie geht das? Und ja, hauptsächlich kann ich das und wie geht das? Vielleicht kann ich es direkt dazu sagen. Es gibt die eine Möglichkeit, wenn Sie also Studium machen. Die andere Möglichkeit ist, Sie müssen 2 Jahre jetzt als Techniker arbeiten und dann können Sie Fachpraxislehrer machen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre also für Sie dann der schnellste Weg dementsprechend. Es gibt immer die eine Seite Fachpraxislehrer und die andere Seite mehr das Theoretische. Und Fachpraxislehrer wäre für Sie relativ schnell. Und wenn Ihnen dann noch es kommt und Sie wollen noch höher und so weiter, da gibt es immer wieder Quereinsteigermodelle, wie man dann weiter höher kommt. Das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Herr Baumer wird es vielleicht bestätigen, wir haben ja beide die Ochsentour hinter uns so ein bisschen mehr, dass das natürlich auch was ist, was einem Hinterhalt gibt. Da ist man, wenn man vor einer Klasse steht, nicht so und zittert sich ja einen durch oder so. Dann ist man schon ein bisschen gestanden im Beruf. Das wäre vielleicht was für Sie. Also 2 Jahre Beruf, eine gute Firma suchen, wo man was lernen kann, sage ich mal. Und dann hinterher Fachpraxislehrer bewerben. Können sich gleich an der Schule bewerben. Wir können Sie noch intensiv beraten nachher gleich. Ne, haben wir noch ein bisschen Zeit hinterher. Kann nur mit dem Ausbilder machen. Das ist ein schöner Abschluss von so einer sehr hochtheoretischen Diskussion, auf eine praktische Hilfe zu kommen, dass wir hier tatsächlich noch eine individuelle Beratung haben. Meine Damen, meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Beiträge. Es sind noch einige Baustellen offen, aber mir zumindest drängt sich der Eindruck auf, dass zumindest die Richtung klar ist, der Weg vielleicht noch nicht so ganz, aber es geht voran. Vielen Dank. Musik